Even August could not defeat you. Why? Why do you keep coming back? What is it that you are fighting for? And this power of yours? How can it surpass the power that took us 12,000 years to attain? He is too much of a threat. He must be stopped here and now. Ready the Brahmastra. Astra? Has she lost her mind? Olga, you cannot do this! With that one blast, do you realize how much mantra will be lost? All the souls that have been given for the cause. Do you not realize that this will hinder the coming of the Great Rebirth? Then we will just get more mantra! With the mortals under our control, our supply is endless. If we do not finish him now, there will be no Great Rebirth! Wait! I will finish Asura. Like you did before. If we finish him now, once and for all, he can never come back. Not straight from the gods. That power is made for the eradication of the Goma. Do not waste the souls of the dead on the likes of him. This conversation is over! You will not interfere! Not let you do this. I must reach the turret before the mantra finishes loading. Where are you going? Is it not obvious? I am going to stop this injustice. Lord Yasha has gone mad! Seize him! Wie jetzt? Das ist ja mal cool. Jetzt spielen wir den Yasha. Oh, der ist wesentlich schneller als Asura. Guckt euch das mal an hier. Wie der abgeht. So, und jetzt komm, voll das gerade aufs Maul hier. Nee, das finde ich jetzt ganz cool. Und Paul! Und Pams! Zack! Das ist mal ein Tempo hier. Aua! Einer hat mich tatsächlich erwischt. Ich mag ja eher so schnelle. So, auch beim Steuern. Die Brahmastra. Die haben wir das letzte Mal gesehen, ganz am Anfang. Als wir gegen Vitra gekämpft haben, ne? Gegen diesen Super-Goma da. Ich finde das auch ganz interessant, diese verschiedenen Mantras, für die die stehen. Wir wissen ja, Asura ist Wut. Hier steht noch. Und Deus ist Stolz. Da war er ja noch Gewalt.
mir relativ sicher, dass Gewalt Orges ist. Das ist jetzt erstmal die Frage, wofür... Wumms. Wofür steht Yasha? Und die anderen? Da könnte ich ja jetzt drüber spekulieren, aber ich habe mir leider nicht alle Mantras merken können. Da muss ich jetzt nochmal nachschlagen. Komm, jetzt ist es fast geschafft. Es ist interessant, dass Yasha auch so eine Art Hutleiste hat, die sich da steigert. Na gut, das heißt das gleiche Gameplay, ne? Wenn es dir jetzt mal... Es geht doch. Vielleicht tut ihm das ja doch ein bisschen leid, was Asura und seiner Schwester da angetan haben. Also Yashas Schwester, das war ja die Frau von Asura. The Brahmastra has entered the final preparation phase. Commencing Mantra Charge. Mantra Charge completion in T-minus 5 minutes. Oh, das müssen wir uns aber beeilen. It's begun. I must hurry. Genau, hab ich doch gerade gesagt. Oh, das ist... das Lied gefällt mir auch gerade. Also der Soundtrack von dem Spiel, der ist schon super. Und allgemein diese ganze Inszenierung. Ich meine, ich kann schon verstehen, wieso manch einer das vielleicht nicht so sehr mag, weil diesen ganzen Quicktime-Events so, aber die Inszenierung ist ja wohl klasse. Die Zwischensequenzen und wie das alles hier ins Gameplay verwoben ist. Und der Soundtrack, was alles. Es fühlt sich richtig wie so eine so ein interaktiver Film oder ja, ein interaktiver Anime schon bald an. So ähnlich wie zum Beispiel diese Naruto Shippuden-Spiele oder sowas. Finde ich gut. Verfolgung. Ui. Und dass auch immer wieder mal was anderes los ist hier. Also jetzt hier so eine Rennsequenz. Ja, komm, du auch weg hier. Also man kann echt nicht sagen, dass das langweilig wird. Das Einzige, was vielleicht von Zeit zu Zeit so ein bisschen eintönig ist, das ist wirklich dieses die kleinen Viecher verkloppen. Ne, was ich ja in einer früheren Folge... Wow, wow, aua. Wow, 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 au. Ne, na lang. Das hat wehgetan. Ah, die Musik ist einfach nur klasse, Leute. Zack! Und zack! Hier ist noch einer. Aua. So, gehen wir jetzt weiter. Ach hier, er ist noch am Gang, ja. Das ist mal so ein absolut anderes Tempo. Das ist unglaublich. Was der Yasha für einen Schub drauf hat hier. Gefällt mir. Ich bin ja auch bei
Devil May Cry, ja, der Typ, der mit Geschwindigkeit arbeitet, der Trickster-Stil, das ist so richtig meiner. Während so Royal Guard oder Swordmaster oder sowas, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich weiche lieber aus, als dass ich irgendwie blocke oder sonst irgendwas. Auch wenn ich es manchmal einfach nicht hinkriege. Das muss schon ein riesiges Ding sein hier. Oh, jetzt kloppen wir wieder Raumschiffe kaputt. Und Yasha kann das ja noch einfacher als Asura, obwohl der ja seinen Hyper-Rage-Mode hatte da. Also der ist schon mächtig. Oh nein, 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 aua. 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 Ich springe doch in jedes einzelne rein. Gleichzeitig zielen und laufen und schießen, das ist gar nicht einfach. Aua. Oh, jetzt auch noch hier. Wow, ah, scheiße. Komm schon, ja, mach's fertig. Das geht doch. Ah. Oh, jetzt müssen wir uns aber beeilen, ja, Schatz. So, hier, wie er das einfach alles zerlegt, ja. Da hinten lädt sich die Bramastra auf. Ich verliere absolut den Überblick, was hier gerade eigentlich alles so passiert. Jetzt machen wir noch einen großen fertig hier. Master ist feuerbereit. Dann ist das halt so. Our cause is genuine. We are in the right. You need to live in the moment more. You think too much. So, und jetzt, Yasha. Lass uns das Ding auseinandernehmen da. Oh oh. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an Gundam oder sowas. Ja, oder Dragon Ball. Der hält da wirklich gegen. Oder auch nicht. Oh. Und zack.
Lord Yasha's interference has diverted the beam. Damage report. Unable to fire. Damn you, Yasha! Hat trotzdem mächtig reingezimmert. This is not the cause I supported. Dann mal hinne. Irgendwo auf Gaia. Um meine Schönheit zu erhalten, ist hin und wieder eine kleine Übung nötig. Betrachtet es als Ehre, von jemandem mit derart viel Anmut gereinigt zu werden. Das würde ich sagen, wenn einer von euch Unreinen ein Gehirn hätte. Das ist die einzige Gelegenheit für euch Abschaum zu glänzen. Nachdem er durch die Horde der Goma geeilt ist, verbeugt sich Sergei anmutig. In diesem Moment werden die Goma im Hintergrund in Stücke gerissen. Wenigstens könnt ihr auf schöne Weise sterben. Gebieter Sergei, ich habe einen Bericht. Bei unserem Versuch, den Brahmastra auf Asura abzufeuern, hat sich Gebieter Yasha eingemischt und den Strahl abgelenkt. Wie typisch für ihn. Ich wusste, dass er eines Tages sein wahres Gesicht zeigen würde. Ich kann es kaum erwarten, den bekümmerten Ausdruck auf seinem Gesicht zu sehen. Er ist recht erlesen. Ja, Herr. Gebieter Deus hat euch bezüglich des Vorfalls zu sich bestellt. Sag ihm, dass ich gleich da sein werde. Sobald ich diese Reinigung abgeschlossen habe. A horde of Goma approaches the city. Sergei urges for purification, but Yasha decides to try and stop them on his own. Will he be able to save the city from the Goma and purification?